So, und damit kommen wir zum nächsten Vortrag im OpenStreetMap Session. Bei OpenStreetMap sehen wir meistens nur zweidimensionale Karten, so wie eben in dem Vortrag, aber wir haben auch dreidimensionale Daten in OpenStreetMap und zwei Spezialisten dafür. Wir teilen das Ganze jetzt in zwei Vorträge. In dem ersten Vortrag geht es um den Hochbau und in dem zweiten Vortrag über das 3D-Rendering im Tiefbau. Aber erstmal jetzt, wie gesagt, zum Hochbau mit Jan Marsch und Tobias Knehr. Viel Vergnügen. So. Laut ist es? Super. So, hallo, willkommen zu unserem Vortrag. Spezialisten, vielen Dank. Ja, wir machen relativ viel im 3D-Bereich, also der Tobias mit OSM2World und ich mit OSM Buildings. Wir beschäftigen uns beide mit dem, was OpenStreetMap hergibt an 3D-Tagging und versuchen das so gut wie möglich in eine dreidimensionale Welt umzusetzen. Das stößt dann bisweilen auch mal an Grenzen, die wir jetzt versuchen mit dem Repository ein wenig aufzulockern. Ein 3D-Model-Repository, was kann das sein? Ja, und zwar sind wir mit der Idee ganz grundsätzlich nicht die allerersten, also eine Art Plattform zu bieten, auf der 3D-Modelle in einem hohen Detailgrad dargestellt werden können, beziehungsweise, würde ich mal sagen, durchsuchbar gemacht werden, präsentiert werden. Ihr seht dort zwei Vertreter so ein bisschen im Hintergrund. Das ist einmal das 3D Warehouse. Ich meine, dass das so ein bisschen mit SketchUp zusammenhängt. SketchFab und es gibt bestimmt noch 25 andere Plattformen. Den meisten ist gemein, dass sie ja sehr, sehr vielseitig sind. Also man findet dort wahrscheinlich von der Schraube bis zum Flugzeug alle möglichen Modelle. Viele dieser Plattformen sind nicht kostenfrei zu benutzen. Also uploaden darf man natürlich, aber wenn man etwas haben möchte, darf man dafür bezahlen. Das alles wollten wir gerne ändern. Also zum einen eine Plattform schaffen, die kostenfrei zur Verfügung steht und auch doch sehr nahen Bezug zu Karten bietet. Und das erfordert natürlich noch so ein paar Besonderheiten, Stichwort Geolokalisierung. So, genau. Zu finden ist das Ganze unter 3dmr.eu, also 3D Model Repository, das EU, ja. An alle, die da jetzt schon nachgucken, bitte noch Geduld mit uns. Wir sind gerade gestartet damit. Das Ganze lebt eben vom Mitmachen. So. Genau. Ein bisschen bin ich ja schon drauf eingegangen. Was kann man mit so einer Plattform eigentlich anfangen? Ja, natürlich, man kann sich dort umgucken. Das kommt eben den Kreativen durchaus auch gelegen. Also jemand, der in seinem Stübchen schöne Modelle erstellt, möchte die vielleicht auch mal der Öffentlichkeit zeigen und eine eigene Website ist da vielleicht nicht der optimale Ort. Man kann also die Plattform dafür nutzen. Eigene Modelle hochladen, kategorisieren und wir als 3D-Entwickler sind natürlich sehr interessiert an solchen Modellen, weil das, was eben OpenStreetMap hergibt, ist begrenzt. Also wenn wir Glück haben, kriegen wir Gebäudehöhen, vielleicht Dachformen, aber das war es dann eigentlich auch schon. Also jemand, der da versucht, mal eine Kirche zu modellieren, der bricht sich die Finger eigentlich dabei. Deswegen unsere Hoffnung, dass wir diese Daten verwenden können und hochdetaillierte Modelle in unsere Karten einfügen können. Und die ganze Plattform ist so offen gehalten, dass man das gerne auch für ganz andere Projekte nutzen kann. Ja, also es muss nicht immer eine Karte sein. Wenn irgendjemand meint, er möchte ein beispielsweise Architekturmodell erstellen oder ähnliches, kann er sich dort Objekte auch beschaffen. Ja, oder Spieleentwickler, genau. So, jetzt übergebe ich an dich. Du kannst zur Historie einiges sagen. Okay, die Idee dieses 3D-Modellrepositories ist eigentlich schon eine ziemlich alte, die auch im OpenStreetMap-Umfeld schon ziemlich lange herumgeistert. Angefangen hat das Ganze 2011, was ungefähr auch der Zeitraum war, in dem die ersten Tagging-Schemata zum Modellieren von 3D-Gebäuden wie Simple 3D-Buildings und andere Vertreter auf die Bühne gekommen sind. Das heißt, es gab von Anfang an auch diese Idee, dass man über das hinausgehen kann, was OpenStreetMap mit seinem Datenmodell bietet und eben zusätzlich noch hochdetaillierte 3D-Modelle irgendwo ablegt. Damals gab es dazu Ideensammlungen, zum Beispiel unter dem Schlagwort O3DM,
die sich auch jetzt noch im Wiki finden, mittlerweile etwas überholt durch die veränderten Tatsachen, aber damals eben der erste Denkanstoß in diese Richtung. Schon 2012 gab es dann eigentlich genau das, was wir wollten, nämlich ein Repository für freie 3D-Modelle, damals beschränkt vor allem auf Gebäude, während wir hier einen etwas größeren Ansatz fahren, indem man zum Beispiel auch Stadtmöbel und Ähnliches ablegen kann. Damals hat die Uni Heidelberg Open Building Models angeboten und ja, damit könnte diese Geschichte schon zu Ende sein, nur Open Building Models ist nicht mehr, wurde mittlerweile eingestellt. Das heißt, ja, da waren wir wieder ganz am Anfang. 2014 gab es deshalb einen erneuten Anlauf, die Idee kam wieder auf. Es gab ein paar Gesprächsrunden, Diskussionen im OpenStreetMap-Forum und mehr. Und unter anderem auch auf einer Foskis-Konferenz damals ein Birds of a Feather-Meeting zum Thema 3D-Modelle von OSM, das ich damals angesetzt hatte und bei dem es auch durchaus wertvollen Input gab und so langsam eben die Idee wieder ins Rollen kam, da war was umzusetzen. Was dann noch die entscheidende letzte Zutat zum Gelingen des Projekts war, war, dass wir letztes Jahr das Glück hatten, beim Google Summer of Code einen hervorragenden Studenten zu bekommen, der sich für das Thema interessiert hat. Das war der Pedro. Und der ist auch jetzt eigentlich noch derjenige, der dieses 3D-Modell-Repository als Entwickler hauptsächlich vorantreibt und Maintainer von dem Codebasis ist. Wer es nicht kennt, Google Summer of Code ist prinzipiell die Idee, Studierende ans Entwickeln in Open-Source-Projekten heranzuführen, indem ein Sommer lang für ein kleines Stipendium an Open-Source-Projekten entwickelt werden kann. In diesem Fall wurde eben die Codebasis geschaffen für das 3D-Model-Repository. Jo, dann geht es zurück an Jan, der uns mal ein bisschen zeigen wird, wie das jetzt genau funktioniert mit dem 3DMR. Genau. Ja, so wahnsinnig viele Elemente sind es jetzt hier erstmal nicht. Ich verzichte bewusst noch auf eine Live-Demo, damit wir nicht in irgendwelche Fallen stolpern. Ja, also ganz simpel, wir haben eine Suche nach entweder explizit Modellen oder nach Schlagworten. Ich weiß nicht, ob wir es schon nach Künstlern suchen können. Selbst wenn wir das in Kürze, denke ich, haben. Wir bekommen dann eine Übersicht von verfügbaren Modellen. Und im Moment ist das auch schon alles animiert. Das heißt, man kann sich die Modelle dort direkt live schon angucken, ein wenig drehen, ob einem das gefällt, was man da sieht. Und geht dann auf eine Detailansicht. Jawohl, die haben wir auch. Also bekommt hier nochmal zusätzliche Informationen, welche Schlagworte wir mit hinterlegt haben, beziehungsweise der Künstler natürlich hinterlegt hat. Und wo er das geolokalisiert hat. Weiter unten tauchen dann auch noch Kommentare auf. Also es ist schon so minimal social vorbereitet, würde ich mal sagen. Da geht vielleicht noch mehr, aber ja, immerhin. Man kriegt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck schon von dem, was man da bekommt. Ganz wichtig auch die offensichtliche Nennung der Lizenz. Da gehst du dann nachher nochmal kurz drauf ein. Alles hat ja leider auch seinen rechtlichen Hintergrund. So, das für uns natürlich erstmal Interessanteste, der Upload eines neuen Modells, ist jetzt noch ein recht langes, sperriges Formular. Ich denke, da gibt es noch ein paar schöne Erweiterungen, die wir machen können, also Vereinfachung. Ja, man gibt dem Ganzen einen Namen, eine Beschreibung, wenn man das möchte, kann Tags hinterlegen, kann das Ganze geolokalisieren, also man kann das auf der Karte tun oder man gibt eben ganz konkret Koordinaten ein für sein Modell, hat dann noch die Möglichkeit, das auch zu transformieren, weil das Modell mag jetzt im 3D-Programm vielleicht an den Achsen ausgerichtet sein. Auf der Karte ist das in der Regel ja nicht so. Also man muss dann vielleicht noch drehen, vielleicht auch etwas skalieren, je nachdem. Das lässt sich hier alles einstellen. Achso, und dann, die Folie war etwas länger. Dann geht es hoffentlich auch schon los. So, ein sehr wichtiger, spannender Teil war der Bereich API. Wir bieten also nicht nur das Portal als Oberfläche an, sondern wir möchten das Ganze ja irgendwie auch automatisiert nutzbar machen für 3D-Viewer oder eben andere Anwendungen. Dazu benötigen wir eine entsprechende Schnittstelle. Und wir haben uns dazu überlegt, dass wir natürlich zum einen die Modelle im Detail anzeigen können möchten. Also ihr seht hier so eine
minimale URL-Struktur, die dafür erforderlich ist. Man sagt also, okay, man möchte ein Modell mit einer bestimmten ID abrufen. Wenn man die noch nicht kennt, hat man natürlich auch die Möglichkeit, die API zum Suchen zu benutzen. Sucht also nach einem Stichwort, nach dem Autor, nach Tags, also eigentlich ist da alles Mögliche schon vorbereitet. Gucke ich mal, was haben wir noch? Genau, den gezielten Download kriegen wir so per URL natürlich dann auch hin, also so, dass wir ein Modell bekommen. Auf das Format sind wir jetzt gerade gar nicht eingegangen, also grundsätzlich sind unsere Modelle erstmal im OBJ-Format verfügbar. Wer das nicht kennt, das ist ein sehr einfaches, auch eigentlich schon recht altes 3D-Format in Textform, also man könnte das als Mensch problemlos lesen und eventuell auch schreiben. Das hat den Vorteil, dass es immens verbreitet ist. Also nahezu jede 3D-Applikation kann damit klarkommen. Ja, dieses Format kann man dann als ZIP herunterladen. Falls Texturen vorhanden sind, sind die im ZIP natürlich auch enthalten, Materialinformationen und so weiter. Ja, und genau, Suche hatte ich schon erwähnt. Okay. So, genau, das Ganze zu schaffen war ja nur der eine Teil, vielleicht nicht der leichteste, aber als wir das nun hatten, ging es an den Betrieb des Ganzen. Also was benötigen wir? Natürlich erstmal einen Webserver für die Oberfläche selbst. Wir haben jetzt erstmal sehr vorsichtige Schätzungen angestellt, was wir an Platz benötigen. Wir gucken mal, was da kommt. Eigentlich wäre es sehr schön, wenn das bald zu klein wird. Müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten. Ja, und so ein Root-Server ist jetzt natürlich auch nicht so einfach zu betreiben und auch nicht so günstig zu betreiben. Da hat uns glücklicherweise der Foskes e.V. unterstützt. Also wir haben dort entsprechend einen Förderantrag gestellt und sind dankenswerterweise gefördert worden. Gut, das Ganze soll jetzt natürlich keine eigene, in sich geschlossene Welt sein, sondern von Anfang an verankert sein in dem, was wir schon in OpenStreetMap haben an 3D-Informationen. Und damit das funktioniert, brauchen wir irgendeine Art von Verknüpfung zwischen den beiden Datenbanken. Der Grund, warum das nötig ist, erschließt sich vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber neben der Art und Weise, wie das Modell verortet wird, also wir müssen wissen, an welcher Stelle wird das Modell platziert, ist es ja auch so, dass wenn wir zum Beispiel ein 3D-Modell von einem Gebäude hochgeladen haben, dass wir dann beim 3D-Rendern das Gebäude nicht mehr aus OpenStreetMap rauslesen und nochmal anzeigen wollen, sondern dieses 3D-Modell auf OpenStreetMap-Basis dann durch das genauere Modell aus dem Repository ersetzen. Das ist auch möglich, indem wir eben wissen, dieses 3D-Modell ist eine genauere Version dieses OpenStreetMap-Gebäude-Ways zum Beispiel. Und das erlaubt dann unserer 3D-Rendering-Software, das Modell nahtlos in die 3D-Szene einzusetzen. Gut, wer mit OpenStreetMap-Daten arbeitet, weiß, OpenStreetMap hat nicht den Anspruch, irgendwelche stabilen IDs bereitzustellen, sondern im Rahmen ganz normaler Editieroperationen ändern sich so IDs auch mal. Deshalb ist unser Vorschlag, dass wir stattdessen eben von OpenStreetMap aus auf das 3D-Modell-Repository verlinken. Das 3DMR bietet IDs an, die dann eben als Wert eines Tags verwendet werden können und damit diese Verknüpfung zwischen dem 3D-Modell und dem OpenStreetMap-Datenelement herstellen. Gut, es ist natürlich immer eine begründete Sorge, dass man schauen will, dass so eine Verlinkung möglichst wenig Müll in der Datenbank produziert, nicht zu viele überflüssige Tags, möglichst existierende Tags verwenden können. Deshalb haben wir das so weit wie möglich umgesetzt. Außer der ID sind normalerweise keine zusätzlichen Tags für das Verlinken eines 3D-Modells nötig. Und wo Informationen sinnvoll sind, wie zum Beispiel, wenn man ein 3D-Modell einer Parkbank hat, will man ja wissen, in welche Richtung schaut die Parkbank, dann wird dafür existierendes Tagging ausgewertet, wie zum Beispiel in diesem Fall eben der Direction-Schlüssel, mit dem diese Angabe ja bereits für Parkbänke ohne explizites 3D-Modell möglich ist. Dasselbe gilt auch für Höhen-, Breiten-, Längenangaben. Das heißt, wenn solche Informationen bereits an einem OpenStreetMap-Element, zum Beispiel ein Node für die Parkbank, vorhanden sind, dann kann das 3D-Modell aus dem Repository
von dem 3D-Renderer entsprechend skaliert werden. Mit dem gleichen Ziel, dass wir ja möglichst wenig Ballast in der OpenStreetMap-Datenbank erzeugen, haben wir uns auch vorgenommen, dass die Renderer möglichst schlau sind und zum Beispiel Dinge wie, naja, die Schranke ist vermutlich quer zum Weg, der darunter hindurchführt und nicht längs zum Weg, solche Informationen automatisch anzunehmen, damit sowas nicht von Hand noch zusätzlich in der OpenStreetMap-Datenbank eingetragen werden muss. Zum Teil ist das schon umgesetzt, zum Teil noch nicht. Also die Umsetzung ist generell etwas, was momentan noch in Arbeit ist. Ja. Ein bisschen ein Sonderfall ist dabei auch noch, dass ja unter Umständen keine 1-zu-1-Beziehung herrscht. Das heißt, es ist nicht immer so, dass ein 3D-Modell genau einem OpenStreetMap-Element entspricht. Zum Beispiel ist es ja in OpenStreetMap bei 3D-Gebäuden üblich, dass man Gebäude und Gebäudeteile jeweils als eigene Fläche modelliert. Das heißt, wenn man ein Gebäude, das schon mit Simple 3D-Buildings getaggt ist, durch ein 3D-Modell ersetzt, muss dabei natürlich auch die gesamte Menge an Gebäudeteilen mit ersetzt werden. Auch hier sollte mir möglich der Renderer eben bestehende explizite oder implizite Hierarchien nutzen, um herauszufinden, welche Elemente er ersetzen muss. Es hilft aber natürlich, wenn die Künstler, die Modelle erzeugen, diese möglichst kleinteilig erstellen und eben zum Beispiel nicht, naja, im 3D-Modell von dem Schloss auch noch die Brunnen davor mit im gleichen 3D-Modell ablegen, sondern das als separates Modell speichern, damit die Verlinkung zu OpenStreetMap einfacher wird. Jo. Und natürlich ist für die Verlinkung mit OpenStreetMap auch ein bisschen eine rechtliche Voraussetzung erforderlich, nämlich dass man kompatible, freie Lizenzen wählt. In unserem Fall haben wir uns dafür entschieden, jetzt erstmal eine Lizenzauswahlmöglichkeit zwischen der CC0 und der CC BY anzubieten, die beide kompatibel mit ODBL-Datenbanken wie OpenStreetMap sind. Da sich bei uns ziemlich klar um klassische Werke im Sinne der Creative Commons Lizenzen handelt, gab es bei uns jetzt nicht das Problem der Anwendbarkeit der Creative Commons Lizenzen auf unsere Inhalte, weshalb wir uns halt für diese verbreiteten Lizenzen entschieden haben. Wie bei OpenStreetMap wollen wir möglichst eine kollektive Namensnennung umsetzen für diejenigen, die die CC BY wählen. Idealerweise, wenn das Modellrepository Erfolg hat, kann es ja schließlich sein, dass man in einem einzelnen Bild Dutzende oder Hunderte 3D-Modelle hat und die Nennung jedes Einzelnamens wäre da vermutlich nicht praktikabel möglich. Kleine Ausnahme, beim Upload in diesem Formular gibt es ja auch die Möglichkeit, durch Klick auf eine OpenStreetMap-Karte Koordinaten auszuwählen. Da das potenziell ein abgeleitetes Werk von OpenStreetMap ist, sind diese separat gespeichert und stehen unter der ODBL. Gut, nach dieser kleinen Ausführung zum Rechtlichen geht es jetzt wieder um die schönen Bilder. Genau, ich muss mich etwas beeilen, ich werde schon gewarnt. Ja, also Anwendungen, ihr kennt vielleicht das eine oder andere 3D-Programm ohnehin, ich muss da im Detail nicht drauf eingehen. Hier ist nur mal ganz kurz das Beispiel, wie eben jetzt zum Beispiel das London Eye in Blender oder in SketchUp aussehen könnte und wie sich das Ganze zum Beispiel auf der Karte darstellen könnte. Ich muss dazu sagen, das arbeitet jetzt noch nicht mit dem 3D-Model-Repository zusammen, das ist einfach mal manuell reingesetzt worden, um einfach zu demonstrieren, was könnte der Effekt sein. Aktuell, wenn man auf die Karte guckt, denke ich, dass man da einfach nur ein Rechteck sieht, anstelle des Riesenrades. Und wenn wir das eben ordentlich implementiert haben, dann ja, würde sich ein solcher Effekt darstellen. So, genau. Kurz noch ein Ausblick. Wir wollen natürlich sicher mehr Dateiformate noch anbieten. So das eine oder andere gängige, wie Collada, vielleicht auch GLTF. Müssen wir mal gucken, was wir von der Arbeit da auch vertreten können. Mehr Detailinformationen gehen natürlich immer. Ich denke da an Anzahl der Dreiecke für ein Modell. Das ist für einen Renderer unter Umständen schon interessant, ob er jetzt eine hohe Auflösung repräsentiert oder nur eine geringe. Direkte 3D-Einbindung einer 3D-Karte, das war jetzt so ein bisschen noch meine Idee, ob man das nicht in der Plattform auch schon teilweise darstellen könnte und dort entsprechend Modelle auswählen kann. Ja, für Anregungen sind wir natürlich offen, sehr offen. Wir haben die Möglichkeiten mit unserem fleißigen Student, der da, glaube ich, auch ein bisschen drauf lauert, was alles noch Spannendes kommt. Und ja, an euch die Aufforderung,
modellieren, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr mitentwickeln möchtet und könnt, auch sehr gerne. Ansonsten bitte weitersagen. Dankeschön. Ja, danke Jan, danke Tobias und wir kommen zur Fragerunde. Wie sieht's aus da oben? Ja. Bei uns in Rapperswil hat der lokale Hackerspace mal das Schloss 3D scannen lassen. Wäre ein Modell, was aus solchem Scan dann kommt, auch was zum da hochladen oder ist das bloß für Modelle, die modelliert wurden? Ein bisschen schreien. So, ich glaube, das ist was, was wir noch gar nicht besprochen haben. So rein gefühlt würde ich sagen, das spricht nicht so viel dagegen, sofern wir da rechtlich nicht in irgendwelche Schwierigkeiten tappen. Also wenn ihr das selbst gescannt habt und daraus ein reguläres Modell erstellt, warum nicht? Ja, also bei Punktwolken hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Bauchschmerzen, aber selbst da kann die Reise ja mal hingehen. Also wir wollen allgemein die Plattform verbessern. Hochdetaillierte Modelle sind es. Ja, gerne. Oder? Ja. Weitere Fragen? Die 3D-Modelle, die ihr da reinbringt, sind das triangulierte Flächen oder sind das irgendwelche anderen Daten? Also eine Dreiecksvermaschung bei den Gebäuden oder? Dann noch eins hinterher. Vorhin war noch der Punkt wegen Tiefbau. Kommt das gleich noch? Dann stelle ich meine Frage zurück. Ansonsten. Es gibt ja das absurde Problem, dass manche Architekten und Büros noch Urheberrecht auf, also die haben halt ihre Gebäude gebaut und sagen dann, dass man auch keine Modelle davon ableiten darf. Habt ihr das im Auge? Wie wollt ihr damit umgehen? Also es ist schon was mir zumindest ein bisschen Sorge macht. Ich denke mal, wir können jetzt nicht alles schon im Voraus geklärt haben, aber wir müssen, denke ich, wenn sich da Problemfälle ergeben, das schon im Auge behalten und dann entsprechend reagieren, ja. Noch weitere Wortmeldungen aus dem Plenum? Ich sehe, dass es da vorne. Okay. Das ist jetzt nicht direkt eine Frage, sondern eher eine Anmerkung. Näher an den Mund, ganz nah an den Mund. Hallo. Also was in der Plattform gar nicht berücksichtigt ist, ist ja so das Level of Detail. Wenn man 3D-Modelle generell macht, dann ist das ja immer auch so ein Piece of Art ein bisschen, je nachdem, wie man jetzt das texturiert, wie detailliert man das texturiert, wie detailliert man das modelliert. Und meine Erfahrung ist, wenn dann halt viele unterschiedliche Leute die 3D-Modelle machen, dann kommt da so ein bisschen Kraut und Rüben raus, weil das vom Stil her auch unterschiedlich ist. Mhm. Und wenn man jetzt einfach da keine Vorgaben macht auf so einem Portal, dann passt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Also das ist zumindest meine Befürchtung. Vielleicht könnte man als Anregung jetzt Vorgaben machen von wegen, dass man zumindest in dieser Maske eintragen kann, ja, Level of Detail so und so viel Meter oder was auch immer. Und dass man vielleicht nicht sagt, okay, wir nehmen jetzt Texturen, sondern dass man nur Materialien definiert. Zum Beispiel beim Eiffelturm, ja, das ist halt Metall oder sowas. Und nicht direkt schon, ich habe mir das Modell gerade angeguckt, das wirkt irgendwie dunkelbraun, der Eiffelturm. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich so ist oder ob das jetzt die Lichtverhältnisse sind, die in diesem Modell sind. Das wäre schön, wenn man davon abstrahieren könnte, so wie es ja auch in der OpenStreetMap ist. Da sagt man ja auch nicht, ja, das ist jetzt ein Gebäude, das hat eine Glasfront. Man sagt nicht, ja, das ist so hellblau. Also auch schon, aber ich finde es besser, wenn man erstmal das Material definiert. Ich bin auch eher ein Fan davon, möglichst kleine, platzsparende Modelle zu haben. Also so ein Megabyte bereitet mir schon Kopfzerbrechen.
aber ich mag eben auch die hohe Auflösung. Also, dass wir da mindestens mal zwei Stufen machen wollen, hatten wir schon auf dem Schirm. Ich glaube, es macht sogar Sinn, da weiter zu differenzieren, vielleicht auch anzugeben, ob man automatisch erfasst hat, ob Texturen dabei sind oder nicht. Ansonsten mit dem optischen Effekt würde ich noch sagen, das kommt auch sehr darauf an, was der Renderer draus macht. Also ich könnte jetzt einen verwenden, der das enorm beleuchtet, den Eiffelturm, und dann ist er fast weiß. Vielleicht müsste man es eher so machen, dass man sagt, okay, die Plattform ist so ein Hinweis darauf, wie der Effekt optisch sein könnte. Wenn ich da was hochlade, was nur schwarz ist, sollte ich vielleicht schon mal nacharbeiten. Kann man sich überlegen. Ja, dann ist unsere Zeit leider auf. Wir treffen uns dann in 9 Minuten und dann geht's mit Tobias in den Tiefbau hinein, während wir ja jetzt gerade mehr die Gebäude über der Erde hatten.